Hinter mir zu sehen die Home Apps. Was ist das? Das ist der nächste Schritt im Lavo-Ökosystem. Wir haben ja Home als ein Management-System für IP-basierte Infrastrukturen vor etwa 2 Jahren vorgestellt. Was Home gemacht hat, ist im Grunde genommen IP-Infrastruktur einfach zugänglich zu machen. Durch automatische Erkennung von Geräten, vereinfachtes Stream-Routing, als offene Technologieplattform auch zugänglich für andere Hersteller, wie zum Beispiel DirectOut, die ganz neu in dem System nativ jetzt auch drin sind. Völlige Unterstützung für NMOS-Geräte, die wir auf diesem Weg auch in die Plattform integrieren können. Und der nächste Schritt, den wir hier als Technologie vorstellen, ist Home Apps. Home Apps sind serverbasierte Processing Applications, die auf Knopfdruck ganz einfach mit ganz vereinfachten Schritten gestartet werden können. Und diese Apps können Dinge machen wie Multiviewer, Up-Down-Cross-Conversion inklusive HDR-Processing, Stream-Conversion zwischen verschiedenen Videoformaten. Denn die Home-Apps unterstützen eben nicht nur SD2110, sondern auch Formate wie NDI, SRT, um zum Beispiel Videocontent über normales Internet zu transportieren oder JPEG-XS-Compression. Und all diese Formate haben ihre Daseinsberechtigung für unterschiedliche Anwendungen und deswegen werden sie in dieser Plattform eben auch entsprechend unterstützt. Wir stellen hier vor ein Multiviewer, komplett serverbasiert, Up-Down-Cross-Conversion inklusive HDR-Processing, ein Graphic-Inserter, der es ermöglicht, HTML-basierte, auch animierte Logos und Ähnliches einzublenden und den Stream-Transcoder, der zwischen den verschiedenen Video-Stream-Formaten das Umkodieren übernimmt. Das Processing der Home-Apps ist serverbasiert, das heißt Standard-Server, CPU oder CPU in Kombination mit GPU ist, wo das Processing drauf passiert. Das kann ein physischer Server im eigenen Geräterack sein, das kann in einem Data Center sein, das kann auch einfach in der Cloud sein. Die Architektur dieser Software nennt man Scalable Dynamic Software, ganz modern heute. Das sind containerbasierte Microservices, aus denen die einzelnen Apps zusammengebaut werden, instantly, nachdem sie konfiguriert sind. Das heißt, diese Apps benötigen auch wirklich nur die Processing Power für das, was man gerade macht.